Herzlich willkommen zum Talk in Town vom ersten VfL Potsdam. An meiner Seite möchte ich ganz herzlich unseren Trainer Bob Hanning begrüßen und unseren Torhüter Marc Fayan. Am vergangenen Sonntag konnten wir uns im Spitzenspiel gegen den Wilhelmshavener HV mit 31:22 letztendlich deutlich durchsetzen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat zugesehen, genauso wie 1600 Zuschauer in diesem tollen Spiel. Nun geht es für unsere Mannschaft am Samstag zum TuS-Spengel, die ebenfalls mit 4:0 Punkten gestartet sind. Bob, noch ein paar Worte zum zurückliegenden Spiel gegen den WHV. Wie glücklich bist du über die Leistung und den Sieg unserer Adler? Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir die Serie haben halten können und die Art und Weise, wie wir es geschafft haben, auch hinten raus das Spiel deutlich zu gestalten, hat mir viel Freude gemacht. Wir haben sicherlich die eine oder andere Schwachstelle auch gesehen, an der wir arbeiten müssen und auch bereits gearbeitet haben, aber unterm Strich war es eine tolle Atmosphäre. Es war ein tolles Handballspiel, was wir dominieren durften und gerade die Höhe des Ergebnisses lässt davon träumen, dass wir das Endspiel dann auch wirklich erreichen können. Jetzt ist der kommende Gegner Spenge als Außenseiter so ein bisschen in der Gruppe zu sehen, trotzdem mit 2 Siegen gestartet. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Ich weiß nicht, wer die als Außenseiter gesehen hat. Ich auf jeden Fall nicht. Für mich war das immer eine Mannschaft, die genau den gleichen ambitionierten Anspruch haben wird, wie wir in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Das ist, jeder, der mal da gespielt hat, weiß, das ist ein absoluter Hexenkessel. Sie wollen in die zweite Liga und sie werden alles daran setzen, sich mit dem Sieg gegen uns diesen Traum weiter zu erfüllen. Für mich ist das eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft, die auch einen eigenen Stil prägt. Und das wird, da bin ich mir ganz sicher, mit Abstand das schwierigste Spiel, was wir bis jetzt gehabt haben in der Aufstiegsrunde. Jetzt ist es so, dass Wilhelmshaven mit einer sehr starken Offensive hier angereist ist, 68 Tore in 2 Spielen. Und unsere Abwehr hat es geschafft, die bei 22 Toren zu halten. Wie zufrieden warst du mit Abwehr und den guten Torhütern da hinten? Vielleicht auch mit Marc, der jetzt neben euch sitzt. Der durch einen Zufall neben euch sitzt, den ihr euch ausgesucht hat dazu. Die Situation war in der Tat so, dass wir gewusst haben, dass das ein schweres Spiel wird aus Abwehrsicht. Und wir haben es auch nur bedingt gut gelöst. Wir haben so ein bisschen davon profitiert, dass die Gangart der Wilhelmshavener gleich zu 2 roten Karten geführt hat. Und man dadurch natürlich schon ein Stückchen gehandicapt war gegen unsere Abwehr. Wir haben zu viele einfache Zeitstrafen gekriegt. Wir sind dann offensiver geworden. Marc hat es im Tor wirklich exzellent gelöst und hat uns die nötige Sicherheit gegeben, die du dann auch brauchst. Und von daher ist das für mich so ein Stückchen, dass ich sage, ja, wir haben nur 22 gekriegt, aber das ist in Wirklichkeit zum einen dem Kader vom Wilhelmshaven zu verdanken gewesen, zum anderen der exzellenten Torhüterleistung von Marc in dem Spiel. Marc, herzlichen Glückwunsch schon mal zu deiner Leistung. Du bist aber erst diese Saison zum VfL dazugestoßen. Wie wohl fühlst du dich schon in der Mannschaft? Wie hast du schon Potsdam kennengelernt? Also ich fühle mich auf jeden Fall extrem wohl in der Mannschaft, vor allem da ich schon viele von den Jungs aus meinen Füchsejahren kannte. Deswegen brauchte ich auch nicht lange, um da mich quasi reinzutasten oder reinzuspielen. Also extrem viele Sachen passen hier beim VfL, also von der Vorbereitung, von den ganzen Leuten, also sei es Fachleute, die sich mit Handball beschäftigen oder Leuten aus der Geschäftsstelle. Das passt einfach, das alles auf einem sehr hohen Niveau und da kann man sich eigentlich nur wohlfühlen. Jetzt bist du am Wochenende von der Bank reingekommen und hast direkt funktioniert, auch gerade mit so einer Doppelparade dann vor der Halbzeit. Und Bob hat es ja auch schon angesprochen, dass du ein wichtiger Rückhalt warst. Wie ist das vom Kopf her, vom Mindset her, dann reinzukommen und direkt da zu sein? Ich finde, das war für mich ein glückliches Spiel, vor allem, weil ich die Chance hatte schon sehr früh, ich denke, das war sogar der zweite Ball, dass ich ganz einfach vom Block halten konnte. Und wenn man so den ersten Ball nach der Einwechslung hält, dann ist plötzlich alles einfacher. Und das hat mir dann auf jeden Fall geholfen, auch ein paar frei zu halten und dann auch die Mannschaft und meine Abwehrspieler dann mitzunehmen.
Du bist ein Teil des Torhüter-Trios mit Lasse Ludwig und Fabian Pellegrini. Ihr wirkt sehr harmonisch miteinander, steht aber auch im Konkurrenzkampf. Wie würdest du das Verhältnis zu deinen Torhüter-Kollegen beschreiben? Ich finde, es läuft zwischen einfach hervorragend. Wir sind auch also abseits vom Handballfeld sehr gut befreundet und vor allem in Kooperation mit unseren Torhütern-Trainern, also mit Rainer Müller und mit Herrn Peric, funktionieren wir einfach gut. Und ich finde, also bis jetzt haben wir auch eine ordentliche Saison hinter uns und ja, also wir müssen Gas geben, wir trainieren hart und wir wollen also nur noch mehr. Bob, du hast jetzt schon vom schwierigsten Spiel bisher gesprochen. Trotzdem ist es so, dass der VfL Potsdam auch als Gruppenerster als Favorit in dieses Spiel gehen wird und dass der ein weiterer Step sein kann für Platz 1 in dieser Gruppe. Wie fokussierst du die Jungs und wie fokussiert erlebst du sie auch im Hinblick auf das Ziel Aufstieg in die zweite Liga? Es ist schön, dass wir uns schon selbst immer zum Favoriten machen. Ich freue mich darüber sehr. Das wird ein Spiel, was habe ich vorhin schon mal gesagt, was die Jungs in der Situation so noch nicht erlebt haben werden. Und da müssen wir durch. Deswegen freue ich mich auch auf ein enges Match und hoffe, dass es ein enges Match auch wird, dass wir an die Leistungsgrenzen gehen müssen maximal. Und Spenge wird uns auch vor die eine oder andere Aufgabe stellen, die wir in der Form so auch nicht gewohnt waren. Und das wird sehr emotional und freue mich einfach unfassbar auf das Spiel und diesen Hexenkessel, weil es wird uns definitiv besser machen. Die Mannschaft zu fokussieren, braucht man nicht. Jetzt ist man im normalen Wochenrhythmus, das hilft natürlich. Es ist immer schwieriger, wenn man so 14 Tage dazwischen hat, dann muss man schon mal so zwischendurch mal ein bisschen zukneifen, um die Fokussierung wieder auch hinzukriegen. Aber jetzt weiß jeder, dass es das Endspiel um das Endspiel ist. Wenn wir es gewinnen würden, dann sind wir tatsächlich Tabellenerster, müssen nicht auf das Spiel gegen Altenholz respektive dann warten. Und das würde natürlich die Situation verleichtern und die Planung einfacher machen. Und eins ist auch klar, wir wollen das Spiel gewinnen und das ist auch die klare Intention. Das war The Talk in Town vom ersten VfL Potsdam. Vielen Dank, Bob. Vielen Dank, Marc. Dieses Wochenende, wie schon erwähnt, geht es zum TuS Spenge. Anpfiff ist dort am Samstag um 19.15 Uhr. Das Ganze wird wie immer übertragen von Sport Deutschland TV. In der MS Arena geht es dann die Woche drauf am Sonntag hier gegen den TSV Altenholz weiter. Der Fokus liegt aber jetzt erstmal auf unserem Auswärtsspiel. Da drücken wir die Daumen. Ich hoffe, Sie schalten ein. Bis dahin alles Gute.